So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Tanneberg vom Rough Rider. Rough, rough. So, ja, die Folge heute, richtig, die kommt ja erst um 16 Uhr. Ne? Ihr, wenn ihr das seht auf der Uhrzeit da oben rechts, ich bin brandaktuell. Ja? Ich nehme heute auf, Mittwoch, Februar, 8. Februar und so weiter und so fort. Ich bin hier noch komplett tagesaktuell, ja, ich weiß nicht, ich schaffe es irgendwie in letzter Zeit überhaupt nicht vorzuproduzieren. Was ich damit sagen will ist, ich habe den neuen Patch noch nicht drauf, ja. Der neue Patch kommt heute oder kam heute, muss man ja jetzt fast sagen, um 11 Uhr. Das heißt, wer den von euch vielleicht verpasst hat oder noch nicht weiß oder wie auch immer, ne, heute um 11 Uhr kam das Update 1.4. glaube ich, denke ich, so wird es heißen, so heißt es, wie auch immer. Wie gesagt, es ist 10:30, in einer halben Stunde kommt es erst. Für mich. Ne? Das gibt es auf der ganz normalen Farming-Simulator-Seite oder halt einfach mal googeln, dass ihr da hinkommt. Also, wenn welche Fragen so gibt, hast du keine Ahnung. Ne? Also einfach auf der offiziellen Farming-Simulator-Seite oder halt einfach mal versuchen zu googeln. Also da gibt es auf jeden Fall. Ne? Oder wenn ihr Steam habt, dann wird es ja eh automatisch geupdatet. Ja, und da bin ich mal gespannt, was das Ganze so bringt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das ganze Feld hier eigentlich so bringt. Was wir hier überhaupt noch düngen müssen und was nicht. Und durch diese Zusammenlegung war das hier ganz schön tricky. Okay, ich muss das hier oben noch alles düngen. Okay, dann soll er erstmal fertig grubbern. Und dann düngen wir das hier nachher fertig. Und dann können wir hier auch mit der Drille loslegen. Gut. Dann haben wir erstmal noch andere Sachen zu tun. Ja, du musst leider noch ewig warten, bis du mal wieder zum Einsatz kommst. So, dann schauen wir mal hier hin. Oh, jetzt musste ich gerade ganz kurz niesen. So. Schauen wir mal, ich habe hier fertig geschaufelt. Und gucken wir mal, was das jetzt hier mal wieder bringt, dass wir hier mal ein bisschen Geld wieder verdienen. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich soll einfach noch eine Mulde kaufen und die hier unterstellen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Weil das ja nicht, wie soll ich sagen, das fällt nicht da so runter, sondern das spawnt dann hier einfach, ne? Und das da oben ist nur so eine Animation. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nachher hängt nämlich meine Mulde sonst wo, ja? Und der Komposthaufen ist immer, ist trotzdem da, ne? Weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber was ihr noch geschrieben hattet, ein Förderband von, aber allerdings das von Mahu, das müsste ich mir dann mal angucken, ob das dann funktioniert. Ansonsten würde es ja immer noch die Möglichkeit der Fräse geben, ne? Dass wir uns vorne eine Fräse anspannen und dann können wir die anschalten und dann fliegt das automatisch hinten drauf. Das würde natürlich auch gehen, ne? Richtig. Aber, ach, du weißt was, ich würde das ganz gerne noch ein bisschen schaufeln hier. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, ne? Und wenn wir uns notfalls noch einen Radlader organisieren, das wäre ja nun auch nicht das Ding, ja. Müssen wir einfach mal gucken, ne? So, wir müssen irgendwie wieder zum Getreidehändler kommen, beziehungsweise, zum Gartencenter. Ja, wie war denn das noch? Warte mal, ich fahre mal erstmal lieber zum Hof, weil ich glaube, vom Hof waren wir irgendwie nicht so weit weg. Letztens haben wir uns ja mega verfahren. Da sind wir einmal quer über die Karte gefahren, obwohl wir eigentlich nur einen kleinen Katzensprung machen wollten. Aber irgendwie sind wir nicht so richtig angekommen. Naja. Kann ja mal passieren. Na, wir gucken mal, ob wir das jetzt finden. Ich fahre jetzt erstmal zum Hof und vom Hof ist das nämlich, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg. Wenn ich mich nicht irre. Wir gucken mal, wir kriegen das schon hin hier. Ja, und dann müssen wir mal überlegen, was wir höchstens dann auch noch überlegen könnten, wenn wir mit dem Radlader da unten schaufeln, dass wir uns dann aber auch eine große Getreidemulde holen, ne? Ich glaube, dann kriegen wir nämlich ordentlich was weg. Also ein bisschen mehr noch. Nein, fahren wir nicht. Oh Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Jetzt habe ich gedacht, der rammelt mir wieder in die Karre. Dann kriegen wir nämlich auch ordentlich was weggefahren, ne? Mal gucken. So, kommt da was? Ne, Gott sei Dank. So.
Ja, und die müssen das hier erstmal noch schön fertig machen, ne? Und dann, boah, dann haben wir aber echt ein schönes, großes Feld hier, du. Da haben wir ordentlich zu tun. Ne? So, jetzt sind wir schon mal am Hof und dann ist das hier nämlich gar nicht so weit bis zum Gartencenter. Wir fahren jetzt einfach mal gerade weiter. Guck, ich sehe schon die Gewächshäuser da vorne. Ja. Das war der bessere Weg als beim letzten Mal. Jetzt muss ich nur mal gucken. So, hier ist noch keine Einfahrt. Hier ist die Einfahrt. Ja, okay. Genau. Sehr schön. Oh Gott, endlich mal beim ersten Mal gefunden. Ah, oh, herrlich. So, dann wollen wir mal verkaufen hier. So, 8000 haben wir jetzt. Und dann schauen wir mal. Können wir auch von außen gucken. Ja, das macht sich schon bemerkbar, ne? So macht Strohverkauf Spaß. Sicher muss man den Diesel noch dazu rechnen, aber ich bin mir sicher, dass das trotzdem noch Geld bringt hier. Ne? Wenn man jetzt den Diesel noch abrechnen würde und weil Strohverkauf, mal ganz ehrlich, guck mal, für Stroh, wo ist denn jetzt Stroh? So ziemlich in der Mitte, da kriege ich momentan, ist ein relativ guter Preis, der höchste, der jemals war, wie man das ja auch in der Anzeige sehen kann, 42 Euro, ne? Also 42 Euro, ja, und Kompost hat gerade den schlechtesten Preis, den es jemand jemals hatte. Sehr schön. Und wir haben verkauft. Wunderbar. Gut, ja, für den schlechtesten Preis in Town, Tanneberg wird sich freuen. Haben sie wieder einen übers Ohr gezogen hier. Sehr schön. So, was war eben? Der Helfer ist fertig. Das ist gut. Das ist gut. Fahren wir nämlich hier erstmal zum Hof. Stellen die Mulde ab. Und dann können wir uns direkt die Sämaschine schnappen. Weil dann kann der nämlich gleich anfangen damit. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier ansehen. Müssen wir mal sehen, was wir sehen. Sozusagen. So, nicht schön, aber selten geparkt. Wunderbar, so muss es sein. So, nachher denkt noch jemand, das war nicht ich, der den Anhänger hier reingestellt hat. So sieht man es wenigstens auf den ersten Blick. Guck, da ist ne... Oh, da ist noch das Licht an. Das Rückfahrlicht. Nee, nee, das können wir so nicht lassen. So. Warte mal, ist das Licht... Hä? Scroll mal rein. Ah, jetzt, okay. Gut, dann können wir jetzt abhängen. Gut, dann schnappen wir uns die Sämaschine. Wollen wir nochmal gucken, wo die ist. Wahrscheinlich in der BBGH. Jawohl. In der Bodenbearbeitungsgerätehalle. So, dann schneiden wir uns die mal eben auf den Rücken. Einmal Q und die Zappelwelle. Zappelwelle kann ich nicht anschließen. Wieso da dann nicht? Warte mal, und wenn ich die... Kann ich die trotzdem anschalten? Normalerweise nicht. Doch. Hatte die vorher auch keine Zapfwelle? Jetzt bin ich überfragt. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn im Lager? Nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja... Rapis, ne? Ach nee, warte mal, Raps haben wir da hinten drauf, oder? Weil für, ich glaube, haben wir nicht Raps da drauf? Nee, Gerste. Dann könnten wir hier Raps machen. Ist eh schon eingestellt, sehr schön. Ich glaube, das wird sich lohnen, du. Und was haben wir auf Feld 11 drauf? Ach, da haben wir Raps drauf. Okay, wie weit ist denn das? Ein weiter. Auch im Wachstum, okay. Passt. Ja, passt. Gut. Dann schmeißen wir hinten Raps drauf. Gut so. Dann verdienen wir da nämlich auch einen Taler bei.
So, aber hier müssten wir noch eben mit dem Düngerstreuer schnell drüber. Und dann können wir hier nämlich loslegen. So, lassen wir den Mais mal stehen hier. Oh, Brett auf. So, dankeschön. Düngerstreuer, wo bist du? Hier. So, dann haben wir das nämlich auch gleich fertig hier. Oh, diese Zusammenlegung. Gott sei Dank. Ich wäre schon fast ein bisschen durcheinander gekommen mit diesen Düngestufen und Grubbern und Flügen und so. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Sehr schön. So, fahren wir mal eine Kurve rum. Sehr schön. Und dann können wir nämlich das hier ansehen. Und wenn das fertig ist, können wir nämlich dann vorspulen. Damit wir dann wieder loslegen können, ne? Dann haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Gut, wir könnten Kompost, aber der vergammelt ja nicht. Der bleibt ja da. Ansonsten aber so für die Ernte oder was, dann könnten wir vorspulen, ne? Wir könnten vielleicht nochmal gucken, ob wir dem Nachbarn hier irgendwo ein bisschen helfen können, wenn ihr da Bock drauf habt. Das können wir natürlich machen. Und dann heißt es aber warten, ne? Warten, warten, warten. Bis hier was gewachsen ist. Dass wir den Johnny wieder zum Einsatz holen können. Da steht er. Jetzt hinterm Panel verdeckt hier. Da steht er rechts. Jawohl. Den finde ich immer noch total genial. Leider, leider, leider läuft der nicht auf dem Dedi-Server. Und ich kenne mich da insoweit überhaupt null gar nicht aus. Mal eine Hecke entfernen aus dem Editor, okay, aber dass ich da auch noch Fehler aus den Mods rauskriege oder Multiplayer fähig mache oder was. Nee, nee, das Ganze knicken. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Müsste man sich vielleicht mit befassen. Aber das ist mittlerweile ja auch so komplex und so umfangreich, dass du da nicht in 3 Wörtern und 5 Minuten dich auskennst, ne? Das bedarf einer langen Studie. Genau, das ist das richtige Wort dafür. Studieren. Studieren sollte man das Ganze. So, Düngerstreuer aus. Und dann haben wir das fertig. Auch weiß was, wo wir gerade noch hier sind. Komm, dann kriegst du auch noch einen Spritzer. So. Gut. Mit Hut. Den fahren wir wieder zum Lager. Können wir den nämlich demnächst auffüllen. Und dann können wir den auch wieder schön, fein, säuberlich wegbringen. Ja, und das mit der Halle hier ist auch ein bisschen schade, ne? Dass das hier so durchscheint. Muss man mal gucken. Vielleicht kriegen wir da mal eine neue. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, dann kann der auch weg. Oha, hier sind noch Differenziale und alles an. Hallo? Allrad kann auch aus. So. Gut, dann stellen wir den schon mal zum Kercher hier. Aber dringend. Guck mal, aber wenn ich Allrad auslasse, ne, dann rucken die immer so komisch los. Seht ihr das hinten am Hinterrad jetzt, ne? Siehst du, die rucken dann immer so komisch. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist das komisch. So, aber das macht auch nichts. Denn wir sehen jetzt hier erstmal an. Hoffentlich kommen wir da ein bisschen weit mit. 70% jeweils drin. Ey, was ist denn da los? Oh, nö, ne? Das war doch Thomas, oder? Oh, nö, du. Ja, klar war das Thomas. Oder Otto. Also, weiß ich jetzt nicht. Kriegen beide einen über den Löffel. So, okay, das läuft. Dann werden wir jetzt aber ihr Vorgewende machen. Nicht, dass sie da nochmal was kaputt machen. Nee, nee, nee. So, einmal gerade hinstellen. Einmal GPS an hier. Der hat den Flug noch dran, okay. So, 6,5. Das wird schon passen. So, und dann legen wir hier mal los. Dann werden wir das hier ein bisschen vorbereiten nur. So dass dann die Helfer loslegen können. Aber ich habe keinen Bock, dass die mir dann nochmal ins Feld braten. Dann mache ich hier lieber noch ein bisschen Vorgewende. Oh,
Oh, schön, ne? Wie der Case das hier wegzieht. Geil. Gut, dass wir den geholt haben. Das war, glaube ich, ein feiner Kauf. Das war ein cleverer Schachzug, sozusagen. Gut, dann würde ich mich mit diesen Bildern von euch verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, gerne einen Daumen da lassen. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ja, würde mich auch sehr drüber freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und ja, ansonsten danke ich dir fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.